Steht die Rente mit 63 vor dem Aus? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Heute am 01.04.2021, das ist im Übrigen kein Aprilscherz, sondern aus meiner Sicht ein böser Scherz, kommen wieder Nachrichten hoch, dass die CDU, CSU und zwar die Mittelstandsvereinigung und Wirtschaftsunion die Rente mit 63 gerne abschaffen möchte. Und zwar ist die Rente mit 63 der CDU-CSU-Mittelstandsvereinigung schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Und zwar geht es hier um die sogenannte abschlagsfreie Variante, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Jahren. Kern des Streites ist, dass die CDU-CSU die Variante, wo man ab dem 63. Lebensjahr in Rente gehen kann, und zwar abschlagsfrei, abschaffen möchte. Dazu hatte ich schon mal in der Vergangenheit was gesagt und ich werde es wahrscheinlich auch in der Zukunft sagen. Das wird aller Voraussicht nach überhaupt nicht möglich sein. Dazu müssten die bestehenden Gesetze wieder geändert werden. Der Versicherte und der Rentner und der Arbeitnehmer, der in Rente gehen möchte und diese Rente in Anspruch nehmen möchte, der muss ja irgendwas Verlässliches in der Hand haben. Und eines möchte ich der Mittelstandsvereinigung oder der Mittelstandsunion, Wirtschaftsunion einfach mal sagen. Lesen Sie doch bitte mal die Gesetze richtig. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte haben wir seit dem 1. Januar 2012. Und zwar in der Variante 65 Jahre plus 45 Jahre Arbeitszeit. Ab dem 01.07.2014 gab es eine Änderung durch Frau Nahles. Da ging das Lebensalter runter. Und zwar war das eine Kompromisslinie im Hinblick auch auf die Mütterrente. Das heißt also, die SPD hat gesagt, wir wollen die Rente mit 63, dafür geben wir euch, CDU, die Mütterrente. Das war der Deal. Und der Deal kann jetzt nicht mehr aufgebrochen werden. Und diese Variante der Altersrente für besonders langjährig Versicherte läuft doch sowieso von Gesetzes wegen mit dem Geburtsjahrgang 1964 aus. Wer 1964 geboren ist, bekommt die Altersrente für besonders langjährig Versicherte nicht mehr ab 63, sondern nur noch ab dem 65. Lebensjahr. Deshalb ist das hier aus meiner Sicht nur blankes Wahlkampfgetöse. Die Rente mit 63 wird nicht abgeschafft. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.